Mal gucken, wo ich jetzt lang fahre. Die 30er-Zone? Nein. Hi, mein Name ist Simon und ein paar Freunden von mir und mir letztendlich gehört der Kanal Asphaltjäger. Die Abonnenten, die jetzt, keine Ahnung, vielleicht schon ein paar Monate den Kanal verfolgen, die werden jetzt wahrscheinlich in der letzten Zeit bemerkt haben, dass immer weniger Videos kommen oder dass vor allem in der letzten Zeit gar kein Video kam. Dafür gibt es ziemlich viele Gründe. Und zwar liegt das daran, dass ungefähr vor 2 Monaten mein Moped kaputt gegangen ist. Auf jeden Fall hatte ich nicht genügend Zeit, es selbst zu reparieren, hätte es am Ende wahrscheinlich schon nicht mal hingekriegt. Also war klar, dass ich es in die Werkstatt bringen musste. Das war jetzt auch ganz schön scheiße, weil ich kurz danach nämlich in Urlaub fahren wollte und das für 4 Wochen. Und dass innerhalb von den 4 Wochen kein Video kommen konnte, war eigentlich auch für mich klar, da ich nicht vorproduziert hatte. Letzte Woche ist mein Urlaub zu Ende gegangen und ich konnte das jetzt noch nicht fahren, da ich gleich am Montag, also am Tag darauf, als wir zurückgekommen sind, in die Werkstatt gebracht habe. Das ging eigentlich recht fix bei dem Typen, wo ich hingebracht habe. Aber was ist das denn? Ach, das ist ein Hase! Nee, Kaninchen. Sorry Kaninchen, ich will dich nicht jagen. Mann, sind die schnell! Ich war gerade vielleicht 50! Die sind hier alle unterwegs. Ich glaube, das waren doch ein Hase. Das hat so lange Ohren. Kaninchen haben doch kleine Ohren. Das weiß ich ganz genau. Naja, wo war ich? Ich habe das Moped abgeholt. Habe alles geklärt. Und ich muss wirklich sagen, das ist die erste Gelegenheit, wo ich wirklich Moped fahren kann. Oder wo ich wieder ein Video machen kann. Leider wird es in nächster Zeit so sein, dass ich nicht mehr so viele Enduro-Videos machen kann. Mit Kumpels, mit den ganzen anderen Leuten, die ihr vielleicht schon mal gesehen habt. Ich werde jetzt auch in nächster Zeit etwas mehr mit der Schule zu tun haben, da ich das berufliche Abi mache. Das bedeutet natürlich nicht, dass keine Enduro-Videos mehr kommen. Ich habe jetzt so ungefähr im Visier, die einmal pro Monat zu machen. Oh, ist rutschig. Jede Woche wird jetzt ein Moto-Vlog rauskommen, wo ich versuchen werde, eure Fragen zu beantworten. Und vielleicht auch Themen, die, worüber ich so ein bisschen reden will, ansprechen werde. Und das geht jetzt an euch. Alle, die irgendwie eine Frage auf dem Herzen haben, die ich wahrscheinlich beantworten kann. Bis jetzt gibt es noch nicht viele Abonnenten. Solange es nicht viele gibt, kommt ihr auf jeden Fall in ein neues Video. Das kann ich euch im Prinzip versprechen. Das erstmal zu den Moto-Vlogs. Oh, hier ist 20. Hier wurde schon einmal geblitzt. 20 km/h ist so scheiße. Bei mir ist zumindest so, dass es jetzt für den zweiten Gang gerade so ausreicht. Und vor allem geht das ja nicht noch berghoch. Die blitzen hier vor allem auch so oft. Ich heiße es ja, dass du dann 3 Monate Angst hast. Die können sich ja Zeit lassen. Kommt halt drauf an, wie viel gerade bei denen eingeht. Jetzt, wo ich so drüber nachdenke, kann ich eigentlich jetzt in diesem Video schon ein paar Fragen beantworten, die so vorgekommen sind. Wie zum Beispiel, wie viel Kubik meine Simson hat. Okay, die schauen mich alle komisch an, weil ich hier mit mir selbst rede. Wie viel Kubik meine Simson hat. Und zwar kann ich sagen, dass im Prinzip motortechnisch fast alles an meiner Simson original ist. Der Zylinder ist original, Vergaser ist original, bla bla bla. Vielleicht nur ein paar Verschleißteile oder so Sachen, die kaputt gegangen sind, sind jetzt nicht original, aber das sind wirklich nur Kleinigkeiten. Wirklich nur Kleinigkeiten. Also, da meine Simson original ist, ich habe die jetzt auch nur, keine Ahnung, vielleicht 65 bis 70 bergunter Rückenwind. Naja, zumindest zeigt das so mein Tacho an. Mehr kann ich dazu auch nicht sagen. Ich habe das noch nie ausprobiert, wie viel die fährt mit GPS oder so ein Scheiß. Hat mich auch nicht sonderlich interessiert, weil es, ja, keine Ahnung, mir auch eigentlich egal ist. Damit habe ich schon die zweite Frage beantwortet, die so gestellt wurde. Achso, nochmal zu der ersten Frage. Alles original, das bedeutet natürlich 50 Kubik. 50 Kubik oder 49, keine Ahnung, wie viel Kubik die da noch hat. Bitte Ampel, bleib auf grün. Ach, fick dich doch. Hätte ich wahrscheinlich noch geschafft. Dann gab es noch eine Frage.
Und zwar, wie viel so eine SIM-Sonde ungefähr kostet, was finde ich eine ziemlich schwierige Frage ist. Da ja nicht jede SIM-Sonde einen Festpreis hat von, keine Ahnung, 49,99 €. Kannst halt nicht sagen. In dieser Kurve bin ich schon ein paar Mal einmal hingeflogen. Total kacke. Egal, bei Regen, beim Anfahren. Ich war jung und brauchte das Geld. Ich habe meins im Internet gekauft für 600 €. Lief nicht und keine Papiere mit dabei. Im Nachhinein würde ich sagen, macht sowas nicht. Das war jetzt nicht unbedingt schlau. So könnt ihr vielleicht ein Schnäppchen machen. Wenn nicht, dann ja, kostet die im Netz vielleicht am Ende so von 900. Das bedeutet ja, eher Schrottkarre. Und ja, Schrottkarre kannst du nicht sagen, aber nicht so toll. Bis 1000, ich würde glatt sagen, bis 1000, keine Ahnung. 1600 oder so. Wenn die nicht gerade komplett neu ist oder restauriert oder keine Ahnung, was auch immer. Die können auch teilweise, wenn das seltene Modelle sind, 2000, 2600, keine Ahnung, es geht eigentlich bis ins Unendliche. Nach 2 Monaten das erste Video wieder. Vor allem nach 2 Monaten wieder Moped fahren. Ich kann euch gar nicht beschreiben, wie geil das ist. Es ist so geil. Am Anfang habe ich mich wirklich unsicher gefühlt. Unsicherer zumindest. Man weiß natürlich immer noch, wie alles geht, aber in 2 Monaten einfach nicht mehr drauf gesessen, da fühlt man sich schon etwas unsicherer. Aber du fährst einfach mal 3 Sekunden und plötzlich sei ich wieder da. Mal gucken, wo ich jetzt lang fahre. Die 30er-Zone? Nein! Da fällt mir gerade auf, ich wollte eigentlich schon immer mal irgendwie ein Video darüber machen, wie man schalten lernt. Einfach mal ein Video, wo das geil erklärt wird. Habe ich auch mal gesucht, als ich fahren lernen wollte. Letztendlich brauchte ich gar nicht, aber zur Sicherheit ist das doch immer geil. Da ich jetzt schon wieder fast zu Hause bin, kann ich schon wieder sagen, wir sehen uns nächste Woche wieder, wo dann ein neues Video kommt. Ein weiterer Moto-Vlog. Wir sehen uns nächste Woche. Ich freue mich drauf. Tschüss.